Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen We Happy Few Livestream. Wir fangen heute mit Akt 2 an. Aber ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie die alte heißt. Und dann heute endlich mit Stream Deck. Ich hoffe mal, dass dadurch die Mikrofonausfälle wesentlich weniger sind. Spacebar! Add 3 CCs. Well, let's just fire this up. Please don't blow up in the next 30 seconds. Moment. Boah, dass der sich verfickte auch nicht merken kann, weil er immer einen innen draus macht. Windel? Was? Das Klingeln ist zum Glück so keinen Millimeter nervtöten oder so. Okay, Malwerk. Brombeer. Bobbys oberste Priorität. Paket, Telefon zerlegen, Spad, verrückte Herrenhausstatter, eine Penny Snack. Sonnenschein. Prudence Holmes, genug für mich beinhalten, Vergessenheit einmal pro Kunde, haha. Just a minute! Moment, gleich! Erstmal meine komplette Bude plündern. I don't make 'em like you anymore. I'm out of Blackberry Spud. Come back later. I need it now. Sorry. I don't have any now. Okay. What the hell was that? Oh, Energiezelle. Und Bleichmittel. Where is it? Where's the Blackberry? I'm making it. You're lying. It's a very delicate reaction. You're saving it all. Ich muss noch mal einen Hauch leiser machen. For the puppies. Where are you? It's up there, isn't it? I need my emergency kit. This better work on Spud. Das ist gut, das habe ich bewusst so machen. Das ist viel moderner. Ja. Geräte. Klemmt. Durchs Fenster sind wir mit Arthur reingekommen. Oh no. Oh, wo ist der Horst?
Wing. Oh, a bit too bright and shiny, Sally. Klingt nicht sehr happy. Ja, wir hätten ja dann also sogar Filtermechanismus gehabt. Ja, schön. Okay. Hätten wir das mal ein paar Sekunden früher gewusst. Ach ja, die Waffen einer Frau. Ja. She broke my brain. It's not possible. We sent them all away. They never came back. It's a rat, isn't it? I'm hallucinating, and it's a rat, and it's gonna bite me. You can't be a baby. You're a rat. You have to be a rat. Okay. Ist das Arthur Junior? We better get Spud out of here. You'd think a junkie would weigh a bit less, wouldn't you? Ab in die Post. Whee! Und weg ist die Leiche. Platsch. Oh, and of course, there's the blower. I hope that's all right. Ja, das sitzt schön. Alles zu. Boah, dieser verdammte Zustand irgendwann noch mal auf. Fucking a bucket. Das ist jetzt so meine Augen wie. Da. Jetzt sind wir in der Rohrpost und. Glückliche Babylaute, ist doch beruhigt. Den Arm nehmen. Pff. Wer macht denn sowas heute noch? I shouldn't have left it alone. I better turn down the heat. Joy. Spud couldn't have shown up at a worse time.
Naja. Sleep. He won't bother you anymore. Oh, you've got a poopy nappy, don't you? Let's go get you a nice clean one. Dafür, dass sie meckern, dass man auf der Straße rumrennt. Na, jetzt machen wir die Tür direkt auf. Whatever brings you here? Someone seems to have bashed your front door in, Mom. Terrible, isn't it? I forgot my key and I had to sort of bash my way in. I've had reports, Mom. All sorts of people come into your door. Amazing, isn't it? So many people get lost these days and they keep asking me for directions. You're not selling illicit substances, are you? You mean aside from Blackberry Joy? To the constabulary? Oh. Are you Sally Boyle? Mm-hmm. Oh, how stupid of me. I'm so sorry to have been a botherer. I know a terribly good joiner. I'll send him round, fix that door up for you. No need, Constable. But you're very sweet. I'll just, I'll be on my way, Mom. Cheery bye. Schließt er noch super. Ich weiß nicht, was wir für Probleme haben. Das Windel wechseln. Die Windel haben wir doch schon. Here you go, darling. Oh, you can't be serious. Ding dong. Hello, Miss Boyle. Just wondering if you were planning to drop by the old neighborhood anytime soon. We all miss you. Don't worry, I'm fine. I'm just in the middle of cooking. No. I'll get on the blower and let everyone know. Soon as it's ready. Promise. Oh, she's probably hungry by now. I should have fed her before I started the reaction. Hey, Quatsch hier hinten. No, 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 no. No, they can't all be broken. No, this was enough milk for a month. Fuck the bucket. I better go calm her down. I can't think when she's crying like that. There, there, baby. Everything's gonna be okay. Mummy promises. Thing is, Mummy doesn't know how she's gonna feed you. Did you know that? And if she doesn't figure it out, baby is gonna starve to death. Is Mummy the worst mummy ever? Yes, she is. Yes, she is. Lionel. Wait. Lionel might have tinned milk. He has a bit of everything. Gratuliere zur Mutterschaft. Für Zeit in Sales Geschichte musst du nach Hause gehen. Gwen führt deinen Jeep es nicht auf. Dann wird die schwere Bürde aufgelastet, da du dir immer mehr Sorgen machst. Listen, darling. Mommy's gonna go and see Lionel. Try not to cry too much till Mommy comes back. Okay? Please. Ach so, stimmt, wir dürfen ja nicht mehr rennen. As soon as she possibly can. Don't you look well? What a lovely day to promenade. Oh, it's been too long. All right. Please have tinned milk, Lionel. Lovely day. Please. Sally Boyle! I'm afraid I haven't got anything new or fashionable for a mock girl like yourself. Everything I've got is as old as me. Oh, Lionel. You've never felt old to me. I need some tin milk for something I'm brewing. Oh, well, the trade from over the bridge. Well, all we seem to have at the moment is a few tins of leftovers from the war, and
They're practically collector's items. Pricey. Oh, I'm a bit short on funds at the moment. Is there anything we could trade? Not unless you're willing to go over to the Garden District. Why not? A girl like you? Some of them wastrels out there. There's rumours of cannibals, devil worshippers, queue jumpers. It's sweet that you're looking out for me. Well, some time ago, Uncle Jack made a record album, Uncle Jack Sings. And I got a collector who's dying to have it. Now, I know there's a bunch of Uncle Jack fans who have a sort of compound on Eel Pie. If anyone's got the album, it's them. Bring me that, and I'll give you all the tin milk I have. All right. I'll see what I can find. Du bist zählig, du bist entweder gut im Kämpfen oder im Überleben von Kämpfen. Aber du musst keine Konfrontationen meiden, weil du eine brillante Chemikerin bist. Dank deiner mächtigen experimentellen Droge kannst du mit jedem Gegner aufnehmen. Du bist eine... Du kennst einige Rezepte schon, aber die Fortgeschrittenen musst du bei Konfrontationen oder mit Fähigkeiten finden. Leider bist du richtig schlecht in allem, was mit Mechanik zu tun hat, etwa auch beim Nähen. Du musst deine Vorräte und Waffen in Läden kaufen und deine Outfits bei Miss Pankhurst. Zum Glück zahlt dein alter Boss Stuart, der Chemiker, viel Geld für deine Tinktur und fertig also genug für alle. Uncle Jack Records. Jesus Christ. Gwen's life is hanging on Uncle Jack Records. Not that Lionel knows that, thank God. Damn it. I better go home and get my Garden District drag. Can't walk around there in the latest Davy Hackney. It gets so resentful. So, dann gehen wir gerade nochmal hoch unser Baby schütteln. Wir können Babymilch craften. Bam! Und eine Windel. Stoffhetz und Klebeband. Jawohl! Dann machen wir mal eine. Kann nicht verkehrt sein gegen entsprechendes gewappnet zu sein. Aber wir können einen spitzen Stock herstellen. Buja! Berserkerbombe. Ja, 9 Punkte. Huhu! Ja, das würdest du dazu gehören, auch wenn du es nicht tust. Verstecke dich gut sichtbar. Schlaf in fremden Betten, ohne jemanden zu verärgern. Höhere Chance, die Sichtlinie zu unterbrechen, wenn du von Feinden fliehst. Das klingt gut. Du hast mehr Vorteile, wenn du gut genährt, hydriert oder ausgeruht bist. Du kannst schneller und länger sprinten. Schalte 4 rezeptverringernde Drogen, die erfordern eine einmalige Vorproduktion. Die aus Sally erzeugen kann, doppelter Ertrag einiger gefertigter Drogen. Ich glaube, wir prügeln den Kram hier erstmal durch, ja? Pflanzen bringen mehr Ressourcen hervor, okay? Nochmal einmal das. Und einmal das. Okay, wir können sie nicht einfach mal hochheben, warum auch immer. Ich frage mich, ob das jetzt hier spielt, bevor Arthur hier war oder danach. Das ist ja auch immer, sag ich mal, so eine Frage für sich. Nicht vergessen, nicht rennen. Miss Boyle?
Look, if you're still mad about that incident with the, tea cozy. Oh, no. I need your assistance. It's sort of private. I've heard there's a fake pill that makes you look like you've had joy. Silly rumors. I sort of need one. Why would you want to go off your joy? It's for Beatrice. Well, it's sort of for me. You're going to slip it to her? It's just... If you're tired of her, break things off like a man. No, I love her. It's just, well, ever since we started seeing each other, she says she loves me. But she loves everything. Me, long walks, sunsets and rainbows, of course. Simon says, big wristwatches on a man, wrapping paper, dandelions, a good night's sleep, ribbons, Uncle Jack's bedtime stories, 6 o'clock, commemorative spoons. I have to know if it's real. She'd be a downer. Even if it's temporary. The moment she tells me the truth, I'll give her a real joy. Promise. Are you sure you want the truth? You used to be very interested in my mojo recipe. A dab a day keeps the doctors away, remember? Yes. I remember. That would be handy. Okay. How have you been? All right. The recipe? I'll give it to you tomorrow, after I see Beatrice. Yay. Oh, eine Erinnerung. Oh, what's wrong, dear? Girls are so beastly. And they tell such vile lies. Oh. How did you provoke them? How did I? You act superior and keep to yourself when because you're not... Because I don't sit around with them smoking and gossiping about boys and teachers. You spend all your time with the boys in Rocket Club. They'll probably think you're trying to poach their boyfriends. They don't even have boyfriends. Sally, dear, boys aren't your real friends. Just after one thing, if you don't have girlfriends, you won't have any friends at all. Okay. Kann ich mal Pflanzen? War ja bei Arthur nicht teilweise Pflanzen, die man hier rausrupfen konnte? Ah, hier ist Underground. Ich denke jetzt auch erst wieder alle aktivieren. Falsche Taste. Alle Arbeiter, ihr findet die Bolschewiken-Gequatsche sicher aufregend, aber es lenkt euch von euren Pflichten ab. Es wird nur noch mehr Überstunden brauchen, um die Quoten zu erfüllen. Skargrills Qualitätskontrolle hat mir versichert, dass eure Gasmasken ausreichen. Ebenso besteht also keine Gefahr, wenn ihr bei längeren Schichten verwindet. Bitte macht euch wieder an die Arbeit und hört auf, euch krank zu stellen. Außer ihr vermaledeiten. Dammit. Roten möchtet lieber dauerhaft zu Hause weiterquatschen. Gibt's nochmal einen Aufrüstsatz? Okay. Gibt's wahrscheinlich dann aber nur mit ihr. Natürlich lustig, wenn wir jetzt mit Arthur nicht alles mitgenommen hat und sie das dann mitnehmen könnte. I wish I weren't such rubbish at tinkering.
Ah, okay, sie kann das gar nicht benutzen. Ach so, das ist die Downer-Variante. Wundbenzin. Eine Sache ist, er liegt über Schönes rein. Okay. Eine mit. Den Spritzen können wir wahrscheinlich eh auch nur immer in einem Hauptquartier benutzen. Dann ziehen wir uns mal um, würde ich sagen. Ja? Ups, jetzt sind wir nackig. Wo kann man sich von außen angucken? Also Schnellreise funktioniert wohl noch nicht. Wenn das hier überhaupt funktioniert, ist jetzt halt die Frage. Aber ich bin mal schwer gespannt, wie wir in Akt 3 sind. Ich tippe ja immer noch auf Olli. Weil das so der einzigste ist, der hier mit Hintergrundstory. Ach so, stimmt, wir sind ja hier noch im. Im Gutmenschenbezirk. Oh, die Bude kennen wir doch auch. War Cripplers Guild, was? Autschen. Ich will rennen können, / dürfen. And jolly good. This is the postbox I dared Arthur to blow up. I really should never have posted that letter. Ein bisschen Fersen gilt, wenn keiner da ist. Oops. Sorry, mustache. Well, hello, dearie. Okay, also sie braucht halt definitiv immer eine Spritze. Was weg ist, ist weg. Ist das eigentlich Flak-Zeppeline hier, die ja noch überall rumäumeln? These days, Gwen, I'm going to teach you all about chemical interactions. They're so much more reliable than boys. So you use atomizer to spray chemicals at enemies. You can now the chemicals. Okay, warum ist jetzt auf einmal auf Englisch? Aber as a weapon and press to create clouds of drug that will make other people blah blah blah.
Oh, Erinnerung. Why did you bring us here? I wanted you all to see what bravery looks like. We have to take them home. At least they tried to destroy the birth records. At least they tried. And the rest of the town hanged them on this bridge. Are they just going to leave those people hanging there till they rot? It's medieval. I wish I was half as brave as Tommy Cramner and the Lushfords. Hochgradig ansteckend. Juhu. Gott, er hat eine Ausdauer. Hä? Was war das denn jetzt? Ah, okay, sie kann also die anderen, nennen wir es mal, auffälligen Pflanzen looten. Hin. Könnte ich wahrscheinlich mir hier genau Zerstäuber bauen, aber ich, na gut, ich bräuchte erst noch Halluzinex. Halluzinogen. Okay, da brauchen wir Hieroplasma dafür. Okay, also gut, ich hätte nicht instant irgendwas tütteln können. Clothes make the man, don't they? Nobody likes a naked person. This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit got into the garden. The rabbit got into the garden. Sounds like some sort of secret message. Jetzt kann man hier rennen, ohne gleich angepöbelt zu werden. Sagen, häng ich jetzt hier fest, ist das euer Ernst? Uncle Jack. Ah ja, die erinnere ich mich noch so ganz grob aus der Alpha. Ich hatte mich schon gewundert, dass sie nicht dabei waren. Dann gehören die also zum Strong von ihr, Story. Storystrang. Are you a friend of Uncle Jack? Of course. Who isn't? You'd be surprised. Some people seem to think that because we're out here in the Garden District, we have to abandon all pretense of civilization. We can't take joy, but that doesn't mean we can't see the world the way Uncle Jack does, right? It's just a question of concentration. Oh, yes. In fact, Uncle Jack has heard of you. He's heard of us? You can't be serious. Is he going to talk to us on the TV? Oh, but we never get the new programs out here. What did he say? How do you know? Why didn't you ask him? He's coming to visit. He wants to do a live broadcast from here. He's coming here? But the place is a mess. We have to clean up. Uncle Jack's coming. Uncle Jack's coming. Das sind schon von meinen Kindern. Spirit. Let's show Uncle Jack just how much we love him. I see you, you murderer! Oops.
Ich sollte dran denken, dass ich mit ihr nicht die Perks hab von Arthur. What? Ernsthaft? Das lief ja gut. No. Jetzt, du bist verborgen, geht doch. Nee. Am besten gleich das Gebiet, wo wir jetzt wieder hin zurückkommen, geht's dann gleich. Ach, dich kennen wir. Vor allem, warum haben die alle schon hier eine gelbe Ecke dran? Was soll denn der Mist? Tree Park. Ah, das ist den, den wir mit sagen, verzieh dich. Look, we really need this stone soup, eh? Ich wollte gerade sagen, jetzt sind sie alle wieder aggro. Harp. Klippe. Ich sollte mir vielleicht mal ein Heal reindrücken. Blute aber nicht, ne. Wir sind endlich los. Husch! Ah, geht doch. Mann. Und, habt ihr sie gesehen? Wo ist dieses Miststück hingerannt? Bald wieder zurück zu unserem Baby. Versuchen wir uns gerade mal zu beeilen. Wieso ich geht, aber ich finde das gerade ganz schön creepy mit dem Gelache. It doesn't kill you, makes you strong, eh? Well.
Ich will hier nicht alle umbatschen. Okay, damit wäre schon mal eins von den creepy Zeug hier weg. Alter, dieses. Fuck, ey. In der Beta war hier ein Haufen mit Fernsehern, da konnte man eine Batterie einsetzen. Dann haben die sich da alle versammelt. Alles gut, ich soll das machen. Ich gehöre zu euch. Ich bin da mal weg. Tschüss. I wonder if Lionel can make some sort of automatic baby feeder for me. Then I wouldn't have to run back home as often to feed Gwen. Uh-oh. Sounds a bit hard-hearted, doesn't it, Gwen? But Mummy's trying to save our lives. Gibt's keinen. Das sind die Häuser. Einen weiteren Schnellreisepunkt. An dieses Riesengebäude kann ich mich gar nicht erinnern. Habt ihr hier oben gebaut? Ah, nee, Quatsch. Hier ist, Bienen. Hier ist, Olli, au, lass das. Sag ich, nehme endlich die Metallteile. Peachys letzte Mission. Das Avon-Puppentheater betreten, okay.
da. Es sind wohl keine Freunde mehr mit Arthur. I suppose I'll just have to use my hat. Things will look brighter in the morning. Don't be ridiculous. We're a puppet theater. All the time. Gwen braucht dich. Die Bürde der Mutterschaft lastet immer schwer. Du solltest alle stehen und liegen lassen, um mich zu kümmern, meinst du nicht auch? We can't do Ibsen with sock puppets. We need our doll. What happened to your dolly? That loony who lives in the treehouse. He managed to convince some idiot to steal it. We can't put on our show without a puppet. And it's a shame. We're really the only fun people can have around here. Unless you count taunting the bobbies. Ja. Die Puppe zurück von dem Verrückten, vor allem erst klauen wir sie mit Arthur und jetzt müssen wir sie wieder zurückstehlen. Eigentlich wollte ich ja weiter nach Norden, um hoffentlich die Schnellreise zu bekommen. Ja. Okay, er ist fucking weit weg. Tut mir so, als wäre da nicht drin gewesen. Ja, ist Onkel Jack wieder am Babbeln. Über Healing Balm. Da oben ist das Ding, wo wir mit Arthur dann angefangen haben. Oh, God.